Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mal mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, denn ich komme nämlich gerade vom Frauenarzt und ich würde mit euch gerne, ich denke, das ist ja jetzt vor allem für die Frauen sicher ansprechend, aber auch für Männer durchaus auch wichtig, sollten sich auch damit auseinandersetzen. Ja, Thema Verhütung, denn ich habe gerade meine Günefix-Kupferkette entfernen lassen. Eine riesen, riesen Erleichterung für mich, denn genau, ich fange am besten von vorne an. Also Patrick und ich sind dieses Jahr, im August sind wir 13 Jahre zusammen und klar, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen über das Thema Verhütung. Sind dann seit 5 Jahren sind wir verheiratet und genau, ich habe dann erst mit der Pille angefangen. Wie viele, viele andere Frauen auch. Und ja, also ich hatte grundsätzlich eigentlich das Gefühl, dass ich sie gut vertrage und war auch allein schon wegen meiner schweren Akne, war das ein Grund, warum ich das gemacht habe. Da hat die auch total gut geholfen. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt echt zurückblicke, dann würde ich sagen, es hat total mein ganzes Ökosystem total durcheinander gebracht. Also ich hatte dann, fing dann an mit schweren Pilzinfektionen und also Verdauung wird richtig schlimm und ich war auch die ganze Zeit immer so einfach benebelt und ein bisschen Depri, aber es war alles halt einfach so schleichen, das kriegt man dann oft nicht so mit, das kriegt man echt wirklich viel, viel später dann rückblickend. Begreift man das dann erst? Und dann eben nach unserer Hochzeit, dann 2014, dann habe ich dann, genau, ich hatte die Pille 8 Jahre lang genommen. Ich meine, es waren ziemlich genau 8 Jahre. Und ja, war auch alles in Ordnung und so. Aber dann, genau, dann wollte ich wegkommen von den Hormonen. Da hatte ich ja angefangen, auch mit Ernährungsumstellungen in der Zeit. Und dann, ja, bin ich über ein paar andere YouTuberinnen dann auf die Günefix Kupferkette gestoßen. Ja, dann habe ich mich dazu informiert und dann entschlossen, halt, ich bin dann jemand, also informiere mich wirklich sehr, sehr ausführlich und lege alle Pros und Kontras ab und ja, klang mir auch super, habe mich dann auch dafür entschieden und ja, meine Erfahrung war jetzt damit folgende, also es war, also es hat getan, was sie tun sollte, zuerst mal, genau, ich glaube, ich habe ca. 400 € dafür bezahlt. Und ich habe auch ziemlich, ziemlich nervös, dann fing es auch irgendwann an, dass man dann so nach Horrorgeschichten, dass dann immer mehr Horrorgeschichten auftauchen, das ist dann ja oft dann so gerade, was dann gut läuft, das wird dann eher nicht so geschrieben im Internet, aber das, was schief läuft, das wird dann nochmal ganz besonders breit getreten und da bin ich natürlich auch über einige Horrorgeschichten dann gestolpert oder dass sie dann rausgefallen ist und so weiter oder durchgestochen wurde. Da habe ich doch, war schon sehr, sehr nervös, also ich war fest entschlossen. Bin dann auch eigentlich sehr mutig und ziehe dann die Sachen durch, aber hatte auch total Schiss und habe dann auch Patrick mitgenommen, dass er, war gerade frisch verheiratet, dass er meine Hand hält, dass er dann meiner Seite ist und also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, dass da sorgt gut für euch und ja, tut einfach das, was ihr braucht, um euch gut zu fühlen und er war dann eben auch dabei und also ich muss dann auch so Tabletten nehmen, die dann den Muttermund so entspannt und geweitet haben vorher. Und es hat trotzdem, also schon ziemlich, ziemlich wehgetan, so ein ekelhafter, ja, schneidender Schmerz dann irgendwie, das Einführen. Und dann auch, also das Reinstechen, das war dann auch, also ein ganz kurzer, also wirklich super kurzer, sehr heftiger Schmerz, ein richtiger Schreck, aber dann war es auch sofort vorbei. Aber ich habe dann echt auch total so, boah, so gezittert und so schockmäßig. Also ich hatte ja immer die große Angst und dann eben auch, war schon wirklich ein ekliger Schmerz. Also alle Achtung vor allen Frauen, die schon Kinder geboren haben. Ja, und ich habe auch danach, muss ich sagen, also danach kam ja dann auch, sollte man dann auch während, ich glaube dann während der Tage machen. Und ich habe dann auch richtig, ich habe geblutet wie ein Schwein. Ich habe so krass geblutet und also ich habe den Verdacht einfach, weil auch dann wurde von einem anderen Arzt, weil dieser Frauenarzt dann hat dann dort aufgehört in dieser Praxis und dann war ich bei einem Kollegen und der meinte dann halt auch, die wird total, also richtig tief setzen, sehr, also sehr knapp wohl vom Durchstechen. Also er meinte einfach sehr, sehr tief.
Und also ich habe einfach den Verdacht, dass da auch mein Nervus vagus, mein Bauch Nervus vagus so einen Schlag wegbekommen hat, dass das auch so ein kleines Trauma da hinterlassen hat, so ein Körpertrauma. Weil auch diese Art von Schmerz, gut, die kenne ich eben auch von Salmonellenvergiftungen, aber das hat auch mit dazu beigetragen, glaube ich, dass viel Trauma in meiner Bauchgegend, dann halt auch hier sogar Reizdarm, diese wie eine Art Bauchmigräne, dass da auch was zurückgeblieben ist. Also das glaube ich schon, dass das wirklich nicht zu unterschätzen ist. Also der Körper, der merkt sich solche Dinge und der Körper kann vieles wegstecken und ich lebe auch noch, aber momentan würde ich nicht sagen, dass ich es nochmal machen würde und ich würde es auch, also jetzt gewissen Frauen, die ich so kenne, die auch sensibel sind, die auch vielleicht noch nie einen Freund hatten, also da würde es mir auch schwer fallen, denen das zu empfehlen. Also das ist immer diese Abwägung zwischen Angst machen und dann, dass man dann allein durch die Angst dann, dass es dann schlimm wird, aber gleichzeitig auch dann gut zu informieren, dass man wirklich dann eine gute Entscheidung treffen kann. Also es gibt Frauen, für die war es nicht schlimm, nach dem, was ich gelesen habe. Aber für mich persönlich war es schon sehr unangenehm. Es war auch so ein, also da musste ich, ich habe eine Weile gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Es war schon so ein kleiner Schock, einfach so eine Sache, die einfach zu viel fürs System war. Da habe ich schon eine Weile dran zu knabbern gehabt, muss ich sagen. Es hat wirklich gedauert. Ich habe es auch gut verarbeitet bekommen, bin drüber hinweggekommen, würde ich sagen. Und dann gab es halt dann leider noch ziemlich Ärger damit. Definitiv rausgefallen ist sie nicht, gab es überhaupt keine Probleme. Ich habe auch diese Menstruationskappe, Menstruationstasse, die benutze ich auch, gab nie Probleme. Und dann war ich aber bei meiner alten Frauenärztin, bei einer anderen, und die hat da keine Ausbildung zu, aber die hat dann sich natürlich interessiert und meint dann so, ach ja, ich kürze nochmal so den Faden, der hängt ja nicht so lang runter, damit da nichts passiert. Ja, und das war dann auch so eine Situation, wo ich mir jetzt heute denke, hätte ich das mal anders gemacht. Also das war auch so eine Situation, wo man dann eben einfach brav dann mitmacht und vertraut dann dem Experten, dann vertraut und dann die Klappe hält, aber da war schon so ein Impuls in mir, ob ich dann sagen soll, ich gehe lieber dahin, wo sie mir eingesetzt wurde, warten sie lieber nochmal. Aber ich habe dann nur, machen sie halt, gesagt. Genau. Und dann hat sie die Kette halt, dann hat sie diesen Faden eben da, diesen Plastikfaden gekürzt. Und seitdem dann fing es halt an, so dass Patrick dann merkte, meinte dann halt so, nee, sorry, das geht nicht. Das piekst jetzt. Das ja, war eine ganz, ganz blöde Idee. Und dann bin ich nochmal hin und ich war schon ziemlich sauer auch, weil es war einfach alles so schön, es lief so gut einfach, es war sorgenfrei, und auch genossen, ich meine, die Pille denken zu müssen und es war super, wirklich, also richtig toll, dass man das einfach so eine Baustelle war, die man komplett abgehakt hatte, wo man sich nicht drüber Gedanken machen muss. Und dann bin ich halt hin, so, sie haben meinen Sex kaputt gemacht, so kam es mir halt dann quasi vor, ich war dann halt echt schon sauer, auch ich mit der Schmerzen und teurem Geld das habe da reinsitzen lassen und die war dann auch ganz betroffen und so, hat ihnen auch leid getan und dann hat es mir noch mehr leid getan, dass ich nichts gesagt hatte damals und hat dann noch mehr gekürzt und danach mein, oh je, mehr kann ich nicht kürzen und dann war ich halt eben auch nochmal in der anderen Praxis und dann war dann auch der Arzt nicht mehr da, der sie mir eingesetzt hatte, das war dann auch richtig blöd und dann war ich beim Kollegen und der fing dann auch an, so, ich bin ja kein Freund davon, das ist ja so gefährlich und dann habe ich jetzt auch angeguckt, die sitzt da halt so ganz tief drin, das ist ja echt schon mega gefährlich. Und deswegen hat mir auch irgendwie bestätigt, dass die wohl einen Ticken, also sie schon, oder nicht zu tief, aber schon wirklich gut, die hat wirklich solid da drin gesessen, was natürlich auch gewollt ist, aber was dann halt auch, ja, wo ich mir dann auch sicher bin, dass der Nervus vagus da dann auch in gewissen Teilen dann betroffen war. Und der meint dann so, das ist super knapp. Also wenn das dann irgendwie verschwindet, dann in der Gebärmutter, wenn der Faden, das Ende vom Faden reinrutscht, dann kriegen wir den nicht mehr raus, dann müssen sie in den OP und hat mir dann voll Angst gemacht. Und ich habe dann total so, ja, keine Ahnung, das war einfach voll kacke und ich hatte voll Angst. Und dann
ja, sind dann so die Jahre halt verstrichen. Und das war auch so, ihr kennt das bestimmt auch, so Baustellen, die einfach zu viel sind, wo man einfach dann sich hilflos fühlt und dann in so eine Freeze-Response geht. Und dann, habe ich das erstmal so ganz weit weggeschoben, war einfach froh, dass das sein Ding macht, da während ich noch am Studieren bin, noch meine Selbstständigkeit im Aufbauen bin, meinen Körper am Aufbauen bin. Ja, und weil also eine Schwangerschaft hätte ich mir niemals vorstellen können, in dem Gesundheitszustand, in dem ich war, oder gar keinen Umständen. Ich habe ja auch nach der Pille, nach dem Absetzen, habe ich ja auch ein Dreivierteljahr meine Tage überhaupt nicht bekommen, aber ich war auch super dünn und hatte super, war super abgemagert einfach dann wegen dem Reizdarm. Genau, und ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Besonderes. Also ich hatte am Anfang immer dann eine Weile, dass ich dann oft noch gespürt hatte, irgendwie diesen komischen Schmerz, es ist eher so ein dumpfes Gefühl. Aber dass da schon nicht mehr, da ist was. Dann auch, wenn ich eine Periode hatte vor allem. Aber das, irgendwann ist es halt auch, da habe ich das auch so akzeptiert und dann ist das auch wirklich komplett weggegangen. Dann nach einer Weile habe ich davon wirklich null. Also ich bin immer eher Angst gehabt, so ist die noch da. Dann habe ich mich aber auch nicht getraut, dann zum Arzt zu gehen und das abchecken zu lassen. Und weil ich Angst hatte, am Ende ist die vielleicht rausgefallen, weil ich nichts mehr merke und auch den Faden nicht mehr tasten kann. Und dann habe ich mich dann endlich am Riemen gerissen und mir dann einen Termin gemacht und habe irgendwie 3 Monate auf diesen Termin gewartet. Und ich mache auch selbst gerade einiges an hier Traumatherapie, Fortbildung, wo ich auch selber oder auch lass mich auch selbst coachen und mit Körpertherapie und Sachen, die mir total gut tun. Und bin deswegen auch voll erstaunt gewesen, wie ruhig ich dann doch noch geblieben bin. Also Patrick hatte auch Nachtschicht, dann bin ich einfach allein gefahren. Es war längere Strecke, 3/4 Stunde. Aber hat mir alles überhaupt nichts ausgemacht. Und da war ich halt auch ein bisschen nervös so im Wartezimmer, aber konnte wirklich einfach so anwesend bleiben. Und also auch hier so Vorsorge, sonst irgendwelche Krebsvorsorgen und sowas hatte ich dann auch gar keinen Bock drauf. Das habe ich dann gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich sorge für meine Gesundheit. Und dann saß ich dann am Ende dann eben auf dem Stuhl und der guckt dann so, nee, kein Faden zu sehen, nichts zu sehen. Oh je, da müssen wir vielleicht in den OP. Und ich saß ja schon so, oh Gott. Und dann bin ich echt dann auch voll nervös geworden, habe dann gedacht, also die Gehilfin hat mich dann so angeguckt, immer so zu mir rüber geguckt, so hoffentlich kippt die jetzt nicht gleich um, so, aber war okay, so. Und dann hat er es dann aber auch wirklich dann schnell gehabt, also hat dann einfach reingegangen, hat's gefunden und war dann auch ganz, ganz schnell und es war so ein komisches, unangenehmes, dumpfes, ekliges Gefühl, aber dann war es auch sofort vorbei und ich habe auch danach überhaupt nicht geblutet, alles in Ordnung und das ging so, so schnell. Ich habe echt danach kurz kamen die Tränen und dann hätte ich am liebsten einfach einen High Five gegeben dem Mann, der da einfach dann das, ja, sein Ding gemacht hat. Und so war ich ja sehr happy. Also das jetzt ist mein Körper wieder ein Stückchen natürlicher geworden. Ein großes Stück Metall ist raus. Also ich würde schon sagen, ich habe mal auf den allerbesten Gesundheitszustand gekommen, den ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Also ich würde wirklich, wirklich sagen, dass die Kupferkette das deutlich geringere Übel war. Also viel, viel besser die Zeit als mit den Hormonen. Wirklich, kann ich absolut sagen. Also ich bereue auch nichts. Also jetzt im Nachhinein habe ich mir dann auch nochmal, dann auch bei der Autorückfahrt, dann mir so mal reflektiert, so, eigentlich ist doch super gelaufen. Der erste Typ hat es super tief reingemacht, super verlässlich, das, was ich wollte. Die Dame dann, die Ärztin, hat es dann so gemacht, dass ich nichts mehr davon mitbekomme und auch keine Gefahr besteht. Manche sagen dann, ja, mit der Menstruationskappe ist dann gefährlich, aber das höre ich auch viel Gegenteiliges, das ist auch eigentlich Quatsch und ging am Anfang ja auch bei mir. Und und der Letzte hat es dann einfach raus und fertig und ja, so bin ich jetzt aus dieser Nummer rausgekommen und wie gesagt,
wie jetzt meine weitere Lebensplanung aussieht, da bin ich jetzt gerade genau dazu an dieser Stelle erstmal nichts weiter. Das muss ich jetzt mal gucken, da muss ich erst einige andere Sachen klären, ehe ich da eine endgültige Aussage oder irgendwas weitermachen kann. Ich bin auch gerade auch einige Altlasten aus meiner Zeit, in der es mir sehr schlecht ging, am Bewältigen. Gut, also das war jetzt meine Erfahrung mit der Kupferkette. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, ich kann jetzt, also ich bin unterm Strich, ist okay, ich bin meinem alten Ich da dankbar, dass wir es so gemacht haben und würde es jetzt nicht eintauschen wollen. Jetzt mal klar, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt und so. Aber ich kann es, würde jetzt nicht sagen, dass ich es bereue, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt total scharf drauf wäre, das jetzt so schnell nochmal zu machen. Also grundsätzlich würde ich es vielleicht auch nochmal machen. Aber ja, genau, ich bin, wie gesagt, auch froh drum, dass mein Körper da jetzt mal natürlich ist und auch klar in Bezug auf Verhütung. Also mein Körper ist so regelmäßig es hat sich alles so toll eingependelt. Ich weiß, kann jetzt schon sagen, okay, ich werde Ende der Woche, werde ich meine Tage bekommen. Und ich bin da so gut darin, die kleinen Signale meines Körpers zu verfolgen. Auch jetzt hier, das war halt auch, ich war jetzt gerade in Berlin, habe da auch was mal erwischt, was nicht so optimal war zu essen. Was ich dann gemerkt habe, so beim Essen, ich glaube, da ist dann ziemlich Zucker in die Suppe reingeballert worden. Aber ich weiß auch, wenn ich Stress hatte und vielleicht dann auch mal nicht optimal gegessen habe und dann kurz meinen Tagen bekommen bin, dann kriege ich in der Regel dann immer einen Pickel. Voll okay, ein Pickel pro Monat ist absolut vertretbar für mich. Und auch ansonsten so einfach ich spüre einfach, ich weiß einfach, wo ich bin im Zyklus. Ich werde mich da jetzt mal weiter informieren, aber da bin ich jetzt auch total gelassen und hoffe auch, dass ich meinen Mann da beruhigen kann. Und gut, dann Dankeschön fürs Reinschauen. Hinterlass mir gerne Kommentare, deine Fragen oder teile auch mit uns deine persönlichen Erfahrungen. Das ist ja auch einfach, so ein wichtiges Thema im täglichen Leben und auch gerade, wenn man eben gucken muss, was man seinem Körper zumuten kann. Dankeschön, ja, Dankeschön fürs Reinschauen. Dann mach's gut, lass wieder von mir hören. Tschüss.